Moin, moin und herzlich willkommen wieder in der Bundesliga. Es kommt jetzt der 7. Spieltag. Ich bin Gast in Frankfurt. Genau, so sieht es aus. FC Bayern auswärts zu Gast in Frankfurt. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Wir gehen hier einmal ins Teammanagement. Ich muss hier einmal gucken, wie mein Kader. So, Robben, Draxler, Ribéry. Manni Steinmann wird auf jeden Fall für Toni Kroos von Anfang an anfangen. Dann möchte ich... Oh, Müller? Ne, Müller immer noch verletzt. Ich dachte gerade. Dann werde ich auf jeden Fall mit André Schürrle für Ribéry beginnen. Und das sind auch die zwei Wechsel, die ich erstmal machen will. Den Rest während des Spiels. Auf geht's! Moin Moin, da bin ich auch schon. Los geht's. FC Bayern zu Gast bei Eintracht Frankfurt. Ah, da sehen wir auch schon die Mannschaften das Spielfeld betreten. Im Waldstadion steht hier, ob das so stimmt, weiß ich jetzt gerade nicht. Hier die Bayern-Spieler. David Alaba, Mario Götze waren zu sehen. Die Mannschaften begrüßen die Schiedsrichter und sie begrüßen sich gegenseitig. Ah, Manuel Neuer, Kirchhoff, Götze, Draxler und es regnet in Frankfurt. Ha, wer hätte das gedacht? Das ist Julian Draxler, bisher 5 Tore und ja, zuletzt letzte Woche in Bremen gewonnen mit 1-0. Total überlegen im Spiel, aber trotzdem leider nur ein 1-0 geschafft und ja, die Woche zuvor in Freiburg nach einer 1-0-Führung mit 3-1 verloren. Das war ganz, ganz bitter und heute hoffe ich mal, Heimo Wasser Schneider ist Schiedsrichter. Heute hoffe ich mal, dass ich die gute Leistung aus der letzten Woche mitnehmen kann. Immer noch Tabellenführer, ein Punkt vor Borussia Dortmund. Und, oh, Rafinha bei Eintracht Frankfurt. Wer hätte das gedacht? Den habe ich ja verkauft, allerdings schon letzte Saison. Und, oh, siehe da, er spielt nicht von Anfang an. Aber Meier ist dabei, den kennen wir ja, der auf der falschen oder hängenden Spitze oder wie auch immer auf der 10 halt. Ja, Julian Draxler, 5 Tore, Ligaspitze. Götze, Schürrle, Draxler, Robben, Steinmann, Schweinsteiger. Kirchhoff und Hummels in der Innenverteidigung. Links Alaba, rechter Außenverteidiger Philipp Lahm. Und im Tor wieder Manuel Neuer. Die Bayern, also ich mit Anstoß und auf geht es. So, das kann nur ein Riesenspektakel werden. Hier André Schürrle. Ah, verliert hier gleich erstmal den Ball Alaba. Schweinsteiger, Arjen Robben legt den Ball raus auf Philipp Lahm. Ah, der muss abbrechen. Die Flanke wäre wahrscheinlich nicht so gut angekommen. So, André Schürrle. Ah, vertändelt, verdattelt. Und weiter geht's. So, ich muss erstmal sagen, ich habe einen neuen Fernseher. Ich muss mich erstmal drauf einstellen. Das ist gar nicht so einfach. Ich hatte in den letzten Tagen, Wochen und Monaten einen Fernseher, der war ja 66 cm Diagonale. Das ist wirklich sehr, sehr klein. Leider ging es eine Zeit lang nicht anders. Und deswegen bin ich jetzt froh, dass ich jetzt wieder einen großen Fernseher habe. 1 Meter Diagonale. Und ja, das ist fast das Doppelte. Das ist eine richtige Umstellung jetzt heute. So, Schürrle. Auf Alaba kriegt er den. Nein, den kriegt er nicht. Es gibt Einwurf für Eintracht Frankfurt. Also ich bin jetzt immer so links von rechts gucken. Das ist echt ungewohnt. Ich hätte mal ein Testspiel machen sollen, um mich dran zu gewöhnen. Aber nein, ich springe hier gleich ins kalte Wasser. So, die Bayern jetzt im Vorwärtsgang. Es scheint mir, als hätten sich die... Oh, schade. Die Frankfurter das Spiel der Freiburger angeguckt, so wie die hier beginnen. André Schürrle. Ah, schade. Die Pässe in die Spitze kommen bislang noch nicht so gut. Wieso rennt denn da hier der Robben weg gerade? Und hier sieht man auch gleich, wie Frankfurt schön verschiebt.
So, schöner Seitenwechsel. Ah, Robben, der läuft da nicht konsequent durch. Deswegen kommt er da auch nicht an den Ball. Einwurf jetzt für mich für die Bayern. So, Philipp Lahm rennt direkt los, nimmt sich den Ball. Und Schweinsteiger hat ja zuletzt gut gespielt. Da wollte ich ihn mal loben, dann dieser Schweinepass von Schweinsteiger. Ah, das war abseits. Ja, das war leider abseits. Da wollte ich mal direkt und schnell spielen, so wie ich eigentlich oft gut und gerne zum Erfolg kommen. Diesmal hat es nicht geklappt, diesmal war es abseits. So, Balleroberung, Platz für Arjen Robben. Ah, der Draxler. Weder Pass noch der Laufweg von Draxler waren da optimal. Einwurf Frankfurt. Ja, die Frankfurter halten ganz gut gegen bislang. Noch keine Torschance. Doch jetzt vielleicht Manni Steinmann mit dem Pass auf Schürrle. Seitenwechsel auf Draxler. Oh, der kann den Ball da nicht richtig annehmen, aber es regnet ja auch. Oh, Robben. Immer noch Robben mit links. Nein! Manometer. Arjen Robben, das sind normalerweise die Dinger, die er liebt, die er macht, die ihn immer auszeichnen. Aber schön vorbereitet von Manni Steinmann. Ah, schade, der sollte eigentlich nicht auf Götze. Oh, da ist Meier. Nein, nein, nein. Alex Meier macht hier das 1:0 für Frankfurt in der 31. Minute. Ich hatte ihn noch erwähnt vor der Partie. Alex Meier ist ja bei jedem bekannt und schon macht er hier das 1:0 der Ur-Frankfurter. So, jetzt bin ich gefragt. Hier noch einiges mal zu tun. André Schürrle. Und, oh, das war so klar. Wie kann man denn so weit da im Abseits stehen? Naja, aber die Frankfurter sind auch gut vorgerückt mit ihrer Viererkette. Oh, Alaba kriegt er den Ball nicht. Jetzt ist Hummels gefragt. Aber den kriegt er. Oh. So, Draxler, Götze. Jetzt mal einen Meter machen. Jetzt läuft der Schürrle hier nicht vernünftig mit. Ja, Schürrle und Draxler. Raus auf Götze. Götze, Draxler. Ai, oh, 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 was? Ah. Pfeifte abseits. Ah, pfeifte abseits. Da komme ich noch vor dem Keeper an den Ball. Aber da hätte ich nicht viel mehr draus machen können. Selbst wenn es hier eine andere Entscheidung gegeben hätte. Kein Abseits oder so. So, also das Spiel liegt mir bisher nicht. Oh, Manni Steinmann. Oh, schade, dass er den nicht durchkriegt. So, hier mal schön schnell raus auf Alaba. Jetzt muss sich in der Mitte was tun. Alaba auf! Nein, der kommt nicht an. Alaba! Oh, schade. Ding raus auf Robben. Oh, Kirchhoff. So, Basti Schweinsteiger. Ach, schade. Ich habe so das Gefühl, dass meine langen Dinge in letzter Zeit nicht mehr ankommen. Vielleicht haben sich die Gegner allesamt drauf eingeschillt. Keine Ahnung. Och, Mann, Mats Hummels. Das war... Ich hab... Oh. Gelb. Das kann doch nicht wahr sein hier. Ah. So. Oh. Oh.
So. Mario Götze jetzt in der 45. Minute mal alleine auf den 16er zu. Der ist schnell. Ah, aber da gegen drei ist es schwer, sich da durchzusetzen. Oh, schade. So, das wird in dieser Halbzeit nichts mehr. Halbzeit! Ja, was soll ich machen? Ich liege 1-0 zurück. Das gefällt mir natürlich überhaupt nicht. Alex Meyer in der 31. Minute mit dem 1-0. Ja, ich weiß noch, ich habe mir vor ein paar Spielen vorgenommen, kein Spiel in dieser Saison zu verlieren. Das ist ja recht flott. Oh, Robin, Mensch, die Dinger kriegt er sonst normalerweise immer aufs Tor. So, hier das Ding von Alex Meyer. Eieiei. Gut, auf die Konkurrenz brauchen wir noch nicht achten. Wechseln brauche ich auch nicht. Selbst den Hummels lasse ich erst nochmal drin. Ja, Mario Götze. Bislang unter seinen Möglichkeiten. Ja, komm. Und... ah, schade. Zu spät gespielt. Aber Götze mit einem Geistesblitz. Kommt da aber... kann sich da nicht durchsetzen. So einem 1-0 hinterherlaufen ist immer blöd. Oh, schönes Ding auf Draxler! Ja! Julian Draxler, 6. Saisontor! 6 Tore, Liga und ja, Ligaspitze. Was muss man dazu noch sagen? Julian Draxler, genial wie er ist. Hohoho, schiebt er den mit links da rein. Damit hat keiner gerechnet. 50. Spielminute bereits. Anschlusstreffer oder der Ausgleich vielmehr. So, Draxler. Ah, Draxler. Aber der hat, seit ich ihn hab, der hat sich noch nicht um eine Stärke verbessert. Dümpelt seit über einer Saison auf 80 rum. Und trotzdem ist das so ein guter Spieler, so ein wichtiger. Oh. Oh nein, nein, das kann doch nicht wahr sein. Rosenthal mit der erneuten Frankfurter Führung. Nein. Oh. Den ersten kann der Neuer noch halten und dann der zweite fällt natürlich direkt zu ihm da. Oh, ärgerlich, ärgerlich. So, jetzt stehe ich wieder zurück. Ach, oh, schade. So, jetzt haben die natürlich wieder Aufwind hier, die Frankfurter. So, Philipp Lahm. Scheißpassversuch auf Götze. Ah, schade. Oh. Oh, oh, oh. Kommt Alaba da rechtzeitig ran? Scheint so. So, Arjen Robben. Es ist auch nicht viel fair. Ah, das. Ah! Oh. Also das war ganz sicherlich... oh, da muss doch der Mats Hummels! Und Alaba. So, jetzt mal raus auf Schürrle. Der ist ja... oh, untergetaucht hier bisher. Oh. Wieso kommt der Kirchhoff da? Ich habe kaum Zugriff noch auf das Spiel hier. Die Frankfurter sind echt stark. So, Wechsel, Schreck raus, Inui rein. Ich weiß nicht, ob ich schon wechseln sollte. Ich wüsste nicht, auf welcher Position hier ich was bewirken könnte. So. Oh nein, das sollte doch auf Götze. Mann, du blöder Controller. Oh. Was macht denn der Draxler heute? Er ist so ein Geistesblitz beim Tor und jetzt so zwei so Scheißdinger.
Ich wollte so eine gute Saison spielen. Nein. Ich habe nach dem 1-1 nicht aufgepasst. So, jetzt vielleicht nochmal hier. Aber wie die nach hinten eilen, das ist ja genial. Und jetzt der Pass auf Götze. Nein. So, ich muss gleich wechseln. Ich muss mal gucken, was ich hier ändern kann. So, ich habe auf jeden Fall... Oh Mann. Wen habe ich denn dabei? Wen habe ich dabei? Ribery für Schürrle. Schürrle wäre raus. Kevin Volland kriegt seine Chance für Götze. Und dann Boateng für Hummels hinten. Ja, ich weiß, ich müsste eigentlich Draxler auch rausnehmen. Aber ich habe da noch so einen gelb verwarnten Hummels hinten. So, jetzt vielleicht. Ja, guter Pass. Robben, Robben. Nein, wieso ist denn da jetzt? Nein, schon wieder daneben. Ach, das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn mit Robben los? In Bremen hat er schon eine Riesenchance gehabt. Und hier in der ersten Halbzeit auch mit seinem linken Hammer daneben. Oh, was soll ich da nur tun? Chancenverwirrung war schon gegen Bremen eine Katastrophe. So, Dreierwechsel. Volland, Ribery, Boateng. Das sind ja drei Riesennamen. Oh, schade. Ich dachte, den kriege ich jetzt hier mit Volland. Volland bringt sich fast gut ein hier. Na, 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 na. Die Pässe kommen einfach nicht. Draxler, Julian Draxler kann sich hier nicht durchsetzen. Ja, ich hätte ihn mal auswechseln sollen. Das hat man gerade echt gesehen, dass er da schwächelt. So, stattdessen laufe ich jetzt nochmal den Frankfurtern hinterher hier. Oh, das ist aber auch sensationell, wie die das machen. Immer... Oh, nein, wieder 3-1 und wieder auswärts. Was ist denn hier los in dieser Saison? Rosenthal. Das ist ja wie fast wie gegen Freiburg. Oh, Herr Jemini. Naja, wann hat das mal bei mir geklappt? Noch nie. Draxler. Volland. Volland. Und Schweinsteiger. Aber selbst wenn ich hier jetzt noch ein Tor mache, brauche ich immer noch mindestens ein Tor für einen Punkt. Und es wird knapp. Och, Philipp. Arjen Robben, auch von ihm heute, außer Chancenverschwendung nichts gesehen. Oh. Nein, 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 nein. Manuel Neuer diesmal. Also 4-1 wäre echt eine Demütigung. Schon das 3-1 ist für den deutschen Meister und Champions League-Liga der Vorsaison echt eine Katastrophe. Ja, muss ich ja mal so sagen, ne? Nicht, dass man hier nicht... So, jetzt vielleicht nochmal. Aber es ist schon... Oh, Philipp Lahm setzt sich hier durch. Und wieso startet hier der Volland nicht durch? Vielleicht kann er ja noch wenigstens ein Tor machen. Oh, Julian Draxler nochmal mit dem Anschlusstreffer in der 90. Hier Volland macht da auch gut mit der Klinsmann 18 und dann der Draxler mit der alten Ballack 13 knallt das Ding da rein.
Ja, warum nicht früher? Warum nicht früher? Jetzt verliere ich hier 3:2 in Frankfurt. Gegen starke Frankfurter, das muss man ja schon mal zugeben. Jetzt kann ich natürlich nur hoffen, dass ich in München das nächste Spiel... Naja, noch schweift der Schiri nicht ab, aber ich habe hier leider nicht Einwurf. Vielleicht könnte ich ja noch einmal nach vorne spielen. Wieder Frankfurt Einwurf. Na, und das war's. Jubeln können heute nur die Frankfurter, auch wenn das letzte Tor wieder Draxler geschossen hat. Tja, außer Draxler nichts gewesen hier heute. Tja, schade. Ich weiß auch nicht, was hier im Moment los ist. Ist schon die zweite Niederlage nach 7 Spieltagen. Ganz genauso sehe ich das auch. Eine bittere Pille, die ich hier schlucken muss. Und naja, mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Ob Bundesliga, ob Pokal oder Champions League. Ein Sieg muss im nächsten Spiel her, um die Gemüter zu beruhigen. Und naja, wir werden sehen. Das war es erstmal von mir. Vielen Dank fürs Reinschalten. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, auch wenn ich hier verloren habe. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.